und herzlich willkommen zu meinem neuen Monatsupdate. Ich würde sagen, wir fangen direkt an und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Also das so ziemlich erste in diesem neuen Monat war Thanksgiving und das war super, super cool. Wir waren zuerst, also die Kids waren mit meinem Vater, der hatte dieses Jahr Thanksgiving und wir waren zuerst bei der Oma meiner Gastmutter und da war dann auch die Mutter meiner Gastmutter. Und dann haben wir zusammen sozusagen spätes Mittag gegessen. Es gab Turkey, also dieses ganz typische Turkey. Wir hatten Cranberry Sauce und Gravy und wo ich bis heute nicht rausgefunden habe, so wirklich was das ist. Wir hatten Stuffing und Pecan Pie. Den habe ich gemacht und das Stuffing auch. Und das war, es war richtig lecker und dazu gab es Mais oder Rosenkohl. Und dann abends waren wir beim Vater meiner Gastmam und da habe ich dann auch ihre Brüder kennengelernt und ihre Stiefmutter. Und das war auch richtig cool, da gab es dann den richtigen Truthahn, also so einen richtig großen Vogel. Ich habe leider kein Bild, aber das war einfach schön und man hat mitgekriegt, dass der Feiertag, dass es da so richtig drum geht, in der Familie zusammen zu sein und einfach zusammen zu sitzen und Spaß zu haben. Und ich finde, wir sollten Thanksgiving auch in Deutschland einführen. Nicht nur wegen dem Essen. Also bei den drei, bei denen es sowieso sonst immer nichts zu sagen gibt, gibt es weiterhin auch nichts zu sagen. Mit meinem Sechsjährigen wird es Gott sei Dank besser. Wir haben jetzt, meine Gastmutter hatte noch ein altes iPad rumzuliegen und er darf jetzt immer am iPad spielen, was so was ganz Besonderes für ihn ist. Und da strengt er sich natürlich noch mehr an, dass er sich benimmt und alles. Jedenfalls sind seine Wutausbrüche sozusagen sind weniger geworden und verteilen sich mehr über die Woche, als dass sich das alles immer auf einen Tag konzentriert. Sie dauern auch wesentlich kürzer, was richtig gut ist. Und damit geht es mir dann auch besser. Und ja, aber seine größeren Brüder sind halt immer noch sehr darauf fokussiert, ihn zu ärgern und ihn auf die Palme zu bringen. Und da müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Aber das wird schon noch. Ich habe ja noch 8 Monate Zeit. Mir geht es, angesichts dessen, dass Weihnachten so kurz bevorsteht, geht es mir richtig gut. So Thanksgiving rum, glaube ich, war das. Da hatte ich nochmal so ein klein bisschen Heimweh. Und es ist immer zwischendurch mal wieder so, mittlerweile aber wieder so dieses, was ich schon mal beschrieben habe, diese Sehnsucht, dass ich sage, es wäre cool, wenn jetzt der und der bei mir wäre. Meine Hunde und mein Pferdchen, die vermisse ich nach wie vor ziemlich doll und die Arbeit im Tierheim hilft mir da ungemein, auch wenn ich da mit Katzen zusammenarbeite, aber ich glaube, das ist auch sicherer als mit Hunden. Aber dazu kommt noch ein anderes Video. Wie schon gesagt, Trips habe ich keine gemacht, weil ich ja sowas wie einen kleinen Magen-Darm-Infekt hatte an dem Tag, Wochenende, in der Woche, als ich nach Philadelphia wollte. Oder war das schon den Monat davor? Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ist ja auch egal. Jedenfalls gab es diesen Monat keine Trips, was aber auch nicht so schlimm war. Obwohl, doch, es war mich eine Freundin besuchen aus New York und wir waren zusammen in Washington DC. Aber mehr nicht. Heimweh hatte ich jetzt schon lange keins mehr, was richtig gut ist, wie schon gesagt, in der Gefühlslage. Angesichts dessen, dass Weihnachten so kurz bevorsteht, hatte ich eigentlich gedacht, dass es mir kontinuierlich wieder schlechter geht. Aber zum Glück ist das nicht so. Ich freue mich auf Weihnachten, auch wenn es mehr so ein lachendes und ein weinendes Auge ist, weil Weihnachten bei uns zu Hause halt immer viel mit Familie verbunden ist. Zwar auch viel mit Stress, weil wir immer hin und her fahren. Aber genau das fand ich eigentlich immer so cool, habe ich jetzt so festgestellt. Also dieses Hin- und Herfahren und immer bei jemand anders sein und dann trotzdem immer zusammen sein. Aber wir haben schon gesagt, wir kriegen das dieses Jahr irgendwie hin, dass ich an den Weihnachtstraditionen meiner Familie teilhaben kann. Dass ich dabei sein kann sozusagen, wenn sie die Geschenke auspacken, Heiligabend. Und ich glaube, das wird mir dann auch ganz doll helfen. Sagt hallo, ihr seid im Vlog. Und zwar fragt die liebe Steffi, wie werdet ihr Weihnachten verbringen? Also Weihnachten wird folgendermaßen ablaufen.
Wir werden am 23. abends in die Kirche gehen, zum Weihnachtsgottesdienst. Am 24. sind die Kinder dann bei ihrem Vater und bei seiner Familie. Und dann kriegen wir sie abends, glaube ich, wieder. Und am 25. morgens ist dann bei uns Bescherung mit Geschenke auspacken. Die Mutter meiner Gastmutter und ihre Oma kommen und dann werden die Geschenke ausgepackt. Ich glaube, der Vater kommt auch her, weil ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls, genau, und am 26. Ist dann nichts hier. Und dann habe ich halt frei. Ab dem 26. habe ich, glaube ich, frei bis nach Silvester, genau. So, und Weihnachten bei uns ablaufen. Lara fragt, unternehmt ihr viel am Wochenende als Familie, soweit es mit der Arbeit möglich ist? Also alle zwei Wochen sind die Kinder ja bei ihrem Vater und die Wochenenden, an denen wir sie haben, das sind meist so Chiller-Wochenenden. Also Sonntag gehen sie immer in die Kirche, manchmal gehe ich auch mit. Und Samstag ist halt immer so ein Chill-Tag, mehr oder weniger. Also es ist nicht so, dass wir viel wegfahren oder so, sondern einfach wirklich, wir chillen zu Hause zusammen als Familie und das ist ganz cool. Und manchmal fahre ich halt dann auch alleine weg und treffe mich mit Freunden oder so. Die Charlotte fragt, wie oft hast du schon auf Englisch geträumt? Ich glaube, bis jetzt nur die ein oder zwei Mal, die ich schon in einem anderen Monatsupdate erwähnt habe. Was mich aber auch gar nicht stört. Ich träume lieber auf Deutsch als auf Englisch, glaube ich. Meine Jo, fragt, welche Unterschiede es bei den Feiertagen zu Deutschland gibt. Also zum einen natürlich, dass es hier viele andere Feiertage gibt als in Deutschland. Und halt sowas wie Thanksgiving, wo es einfach darum geht, seinen Liebsten und wem auch immer mal Danke zu sagen und dankbar zu sein für das, was man hat. Und einfach zusammen zu sein in der Familie. Dann gibt es natürlich an Weihnachten den Unterschied, dass halt am 24. gar nicht so der Bescherungsabend ist, sondern dass im Prinzip der Weihnachtsmann erst in der Nacht vom 24. auf den 25. kommt und dann am 25. Geschenke aufgemacht werden und am 26. gar nichts ist. Wohingegen ja in Deutschland der 24. das ist ja abends Bescherung. Der 25. und 26. sind Feiertage danach. Und Elisabeth fragt, was vermisst du am meisten? Und das ist ganz schwer zu sagen. Weil ich so viele Sachen vermisse und jetzt nicht irgendwas vorheben will. Also am meisten fehlen mir meine Familie und meine Freunde, meine Hunde und mein Ponychen. Das Reiten an sich fehlt mir auch ganz extrem, aber das ist mir einfach zu riskant, weil das in meiner Versicherung hier nicht mit drin ist und deswegen habe ich gesagt, mache ich das lieber nicht. Ja, einfach dieses Zuhause fehlt mir einfach. Ich glaube, das beschreibt es so ganz gut. Also die Gegend, in der ich wohne, unser Haus, unser Garten, unser Riesengarten. Unser Riesengarten fehlt mir, weil hier ist halt nur so ein kleiner und mir fehlt unser Riesengarten. Das ist voll komisch, aber ja, einfach so dieses, ich meine, ich fühle mich hier auch zu Hause, aber es ist nicht zu Hause zu Hause. Ich würde sagen, das war es dann auch schon mit dem Video, reicht ja auch. Ich habe dann heute zwei Videos zu bearbeiten und hochzuladen. Funny. Jedenfalls hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr beim nächsten dann auch wieder mit dabei seid. Das wird morgen bzw. später ein Vlog sein von meiner Vlogmas-Aktion. Falls ihr die noch nicht kennt bzw. die Vlogs noch nicht gesehen habt, am Ende in meinem Outro werde ich euch irgendwo eine Box hinpacken, wo ihr direkt auf die Playlist kommt und dann alle Vlogs durchsuchten könnt, wenn ihr Lust dazu habt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dran geblieben seid. Ich hab euch lieb, hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss!